Wie sollen die Blutdruckwerte sein? Die Leitlinien empfehlen derzeit Werte von 140 zu 90, 130 zu 80, wenn es vom Körper toleriert und akzeptiert wird. Bei bestimmten Grunderkrankungen wird auch der Arzt eine Einstellung noch etwas strenger fordern, 120 zu 80. Sprecht das bitte mit eurem behandelnden Arzt ab. Warum ist eine gute Blutdruckeinstellung so wichtig? Zu hohe Blutdruckwerte gefährden kleine und größere Gefäße. Dies wiederum führt in der Folge zur Arteriosklerose, zur sogenannten Arterienverkalkung. Aber auch am Herzen selber kann es zu Veränderungen kommen. Gefürchtet wird die Verdickung der Herzwand, die dann wiederum zu Problemen wie Vorhofflimmern und in der Folge zur Herzschwäche führen kann. Generell kann man sagen, dass sich Blutdruckwerte heute gut durch eine große Auswahl an guten Medikamenten nebenwirkungsarm einstellen lassen. Die Messung des Blutdrucks ist somit einer der einfachsten Wege, wirklich etwas für seine Gesundheit zu tun.